alle Mann auf Gefechtsstation. Ups. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode World of Warships. Ich bin Dave, ich bin nicht allein. Mit dabei ist der DJ Tuklu. Ihr. Hallihallo, Hallöchen. Wir begrüßen euch zu unserer ersten Aufnahme in der aktuellen Version nach dem Patch. Wir befinden uns in der 0550. Es gibt jetzt Regen und wie man sieht... Warte. Wettereffekte. Nicht nur Regen. Ja, es gibt Wettereffekte. Ne? Es gibt jetzt Wolken, die regnen, ne? Und das Schiff nass machen, damit die Matrosen ausrutschen, die Granate fallen lassen. Und bumm. Bumm. Selbst zerstört. Ja, ich spiele mein Lieblingsschiff, wie ihr alle wisst, die Tier 7 Miyoko. Kreuzer der Japaner und hinter mir seht ihr ihn auf der Minimap. Warte, da irgendwo? Ja, da hinten. Und der DJ fährt seinen Tier 7 Flugzeugträger. Ja. Und ich habe gerade ein Flugzeug abgeschossen. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, da vor deiner Nase. Ist ein bisschen was los? Da hinten? Das sind ja 9 Kilometer. So weit schieße ich nicht. Ja, ja. Nee, aber die kam gerade ran, deswegen. Ach so. A wird schon gecapped, mal gucken. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. So, auf dir habe ich jetzt meine beiden Jäger und die beiden Bomber. Die anderen schicke ich woanders hin. Pensacola in 14 Kilometer. So effizient war, was er hier gerade macht. Ich hole mal ein kleines Flugzeugdingchen raus. Wow. Na, war ein bisschen nicht so weit vorgehalten. Ja, gibt's eigentlich irgendwas wirklich Wichtiges zu dem Update zu sagen? Außer, dass es halt Wettereffekte sind? Ja, sie haben das ganze Spiel geschrumpft. Wenn du das als wichtig erahnst, für mich ist es wichtig. So. Oh. Oh, heute glitche ich mal. Das tut mir sehr leid. Dafür muss ich mich entschuldigen. Sie haben die Spieldateien sehr... sehr doll verkleinert. Ja, da hatten einige Schwierigkeiten bei der Installation vom Patch, aber das ging mir glücklicherweise nicht so. Ich habe das in einer halben Stunde war das bei mir wirklich alles erledigt gewesen. Das ist erstaunlich, ja. Na, das wird wieder nicht gereicht haben. Ne? Irgendwie kann ich mit der Miyoko gerade nicht so richtig vorhalten. Ich hab kein Zielwasser gesoffen. Gucken wir mal. Vielleicht geht's hier mit dem Zerstörer. Da habe ich wenigstens das Heck getroffen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Drehen wir nochmal ein bisschen rein. Zerstört, wunderbar. Er hat mich nicht gestört. Aber gegen Pensacola und Co. brauche ich hier ein bisschen Hilfe. Was habe ich denn hier bei mir? Ah, ein Schlachtschiff, da kommen noch Kreuzer, super. Ja, du bist nicht alleine. Okay. Das ist ja gut. Ich hatte schon Angst, ihr habt mich immer wieder alle im Stich gelassen. Böse Zungen könnten sowas ja behaupten. So, Salve abgegeben, drehe bei. Gucken, dass sich hinten die Kanonen ausrichten können.
Der Kreuzer wird zerrieben. Ja, der ist da ziemlich alleine. Ich kann ihm auch gerade nicht helfen, weil... Aber was mich wundert, was macht denn hier unser... Ist das hier ein Wolfsrudel hier drüben oder was? Die sind ja alle so dicht hier. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Ich weiß nicht, was die da hinten machen. Warp spiped. Oh ja, Ziel. Die greifen gerade einfach mal. Ja, wie kann denn das immer sein, dass die mich voll treffen, ne? Schon wieder 50% meiner HP verloren. So, komm mal her. So. Dass sie mich auch immer so gut treffen müssen, alle. Mhm. Guck mal, da siehst du seine Bomber. Das wurde entdeckt. So, kurz mal noch ein paar Torpedos abgegeben. Schnell mal reparieren. Problem gelöst. Ich brenne. Meine Torpedos sind außer Gefecht. 5000 HP. Ich habe nochmal 2000 Schaden auf den Topf gegeben. Und da bin ich weg. Ja. Ja, das war aber eigentlich eine sehr ausgeglichene Runde. Was hat uns denn jetzt hier so den Arsch versohlt eigentlich? Tja, das wüsste ich auch gern. Die haben ja noch alles übrig. Die haben kein Schlachtschiff verloren, nichts, gar nichts. T7, ja, und drüben unsere Jungs wurden auch vernichtet. Also ich hab keine Ahnung, was die da machen. Ja. Eigentlich, also das hätte man von den Tierstufen locker gewinnen müssen, wenn nicht sogar können. Also, ja. Hätte ich in dem anderen Team gespielt, hätte ich gesagt, oh, wir sind ja ganz schön benachteiligt. Mhm. Genau. Aber so? Ja. Was habe ich denn gemacht? 3 Flugzeuge abgeschossen, 29 Treffer, 4-mal Brand und 2-mal Durchschlag. Mhm. Nee, das heißt ja nicht Durchschlag, ne? Das heißt Ausfall, ne? Mhm. Ja. Das war's schon. Das war's so. Schauen wir doch mal, wo wir hier sind. Ja, ich bin immerhin Zweiter und du bist Dritter. Naja, ja, ich hab auch Lohn an der Himmel abgeschlossen, also von daher. Ach, Lohn an der Himmel hast du gekriegt, ja? Ja. Hm. Für 12 abgeschossen? Kriegt man das nicht erst ab 25? Ich hatte doch vorher schon welche abgeschossen. Ach so, du meinst den Auftrag, Lodern, na Himmel? Ja, ja. Ah, okay. Nicht in-game, den Auftrag, genau. Ah, okay, ich verstehe. Gut, das heißt, ich habe immer noch meine 1,5 mal 1,5 Punkte auf der Miyoko. Mein Ziel war es eigentlich, hier bei den Aufträgen den Auftrag Ausbildungslager endlich mal weiterzukommen. Ich habe 6 von 15 Kills, heißt, ich müsste noch 9 Kills machen. Meine täglichen Aufträge habe ich abgeschlossen. Das waren alles Torpedosachen. Also die meisten Kills mache ich ja eher auf kleinem Tier. Hast du noch was im Tier 4, 5 oder 6 Bereich, was du gerne machst? Ja, meine Fuso möchte heute noch mal gerne spazieren. Ja, na dann, bitte. Der nächste Herr, die gleiche Dame. Da bietet sich bei mir ja nur die Aober an. Zack.
Dein Lieblingsschiff. Ja. Dreht sich nicht, fährt nicht, lädt nicht nach. Aber ein Motor hat's schon oder ist es noch mit, ist schon mit Pedal? Nee, ich habe innen drinne habe ich so 200 römische Sklaven, die paddeln müssen. Römische Sklaven? Ja. Wieso ausgerechnet römische? Na, die konnten so gut rudern. Achso, die konnten so gut rudern. Ja, ne, das ist so, die haben so diese Trommeln. Die haben, hast, die Japaner haben also römische Sklaven importiert. Ja. Genau. Ja, welche Sklaven sollte ich denn jetzt beleidigen? Wen hätte ich denn jetzt beleidigen können, der nicht von der Geschichte schon ausgebärzt wurde? Aus der Story kommst du eh nicht mehr raus. Richtig, deswegen. Ist jetzt egal, ob du da jetzt punische oder griechische. Ja. Egal. So. Ach ja, und ich habe natürlich vergessen, die Eroberer hat ja auch nur drei Türme mit zwei Röhrchen. Oh, armes Tigerkatzi. Armes Tigerkatzi. Das heißt, wir gehen in die Meeresenge oder fahren ich wir... Ich gebe dir von seitwärts so ein bisschen... Du gibst mir von Salzwerk so ein bisschen... Nee, nicht von Salzbergwerk, sondern von seitwärts. Wo will er mit mir hin? wir haben doch gerade erst angefangen aufzunehmen und du versprichst dich schon, ey. Geht schon wieder los. In dem Hustensaft muss Alkohol drin sein, keine Ahnung. Ja. Aber was mich gerade wundert, ich glaube, meine Turmdrehung hier auf der Fuso ist wahrscheinlich schneller als deine auf der Erober. Ja, absolut. Das ist, es würde mich auch wundern, wenn es anders wäre. Ja, guck mal hier nach rechts. Nee, du nach links. Gucke, wie meine Türme sich drehen. Das geht schneller als deine, oder? Zeig nochmal. Also es verfälscht jetzt, weil ich natürlich auch noch ja, fahre, warte. Da, jetzt hast du einen realen Wert. Nee, das ist, ja, keine Ahnung. Das ist ultra langsam. Gut, dann richte ich sie mal Richtung Meerenge aus. War für mich auf jeden Fall immer ein Krampf, dieses Schiff. Und gefühlt brauchte man hier auch die meisten Erfahrungspunkte, denn um auf das nächste höhere Tier zu kommen. Hm? Ich meine, ja, ich habe jetzt nach der Miyoko auch noch nichts freigeschaltet, aber das hat mit der Erober hat sich das angefühlt wie auf Gummi, weißt du, so jedes Spiel. Nee. Noch ein, komm, gib ihm. Das war nicht schön, das war echt zäh. Wie? Hier vorne, vor uns ist keiner und ich kann quer über die Karte schießen, das erste Schiff anschießen da hinten, oder was? What? Na, pass mal auf, der nächste Zerstörer kommt bestimmt gleich hier vor mir. Mhm, lass doch den Zerstörer mal hinter dir vorbei. Nee. Du möchtest Spotter King werden, ja, oder was? Ja, das habe ich auch schon immer bei World of Tanks so gemacht, da bin ich mit meinem schweren Panzer immer vorne rausgefahren. Ja. So, der steht bestimmt hier in der Seitengasse und da kommen bestimmt gleich die Torpedos. Ne? Da? Ne? Okay. Da habe ich ja Glück. Ich lebe Hast noch. Du Glück. So. Also ich weiß nicht, was die Kirov hier hinter mir macht. Ich finde es langsam komisch. Ich bleibe jetzt hier einfach mal ganz... Also, mach was ganz Dummes. Ich bleib mal stehen. Für mich sieht es so aus, als würde sie parken wollen in deinem Heck. Ja. Schiff raus, eine Kuma. Oh, in Range. Aber gut, ich habe ja alles in Range hier. Ja. Oh, jetzt habe ich sie wieder nicht in Range. Liegt aber daran, dass mein nettes Erweiterungsflugzeugchen gerade wieder gelandet ist. Den was? Mein Spot-Flugzeugchen. Ja, stimmt. Ich vergesse immer, dass du auch ein Flugzeug hast auf dem Schiff. Genau. Und das ist nur ein Spot-Flugzeug. Es ist kein Jäger, ne? Ab dem nächsten Level, glaube ich, ist das ein Jäger. Auf der Nagato kann ich es mir aufsuchen. Auf den Sechsern oder so ist es immer der Spotter.
Munition. Ja, mal gucken. Auf die Entfernung 19,6 Kilometer, das muss ich nicht. Torpedos voraus! Torpedos voraus! Mopsgeschwindigkeit! Ist ja witzig, die anderen sind alle auf der anderen Seite rumgefahren. So, kriegen wir die Kuma hier? Und jetzt hat sie wieder nicht geschossen. Dass ich dieses Schiff total lieb habe, habe ich ja schon mal erzählt, oder? Ich liebe die Eroberer, zack. Da kriegt sie wieder auf die Mütze. Warum fahren eigentlich die Kreuzer da bei dir nicht hinter uns her und geben uns hier mal ein bisschen Deckung? Oh, ich hätte gedacht, ich hätte sie getroffen. Aber gut, dann probieren wir es gleich nochmal. Sind die Treffer denn gut, die ich hier mache? Naja, es geht so. Ich würde sagen, wir verlieren die Runde. Ja. Was daran liegt, dass wir gekämpft werden. Ja, und keiner irgendwie. Naja, ohne Worte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht eigentlich hier der Zerstörer? Warum rammt der mich? So, dann mache ich die Fluchttaktik. Hier ist mir nämlich echt zu viel los gerade. Oh, toll. Ich habe 2 Kills. Muah. Sehr schön. Ich habe gerade auf die Nürnberg geschossen, als deine Torpedos einschlugen. Sie hat zwar noch gebremst, aber. Hm. Das hat wieder nervenzerrend hier. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich euch erzählen? Ja? Dass wir verlieren. Ja. Das steht ja außer Frage. Das steht ja quasi außer Frage. Na, es sei denn, die Nagato kriegt jetzt da nochmal. Naja, da wird ein Zerstörer drin stehen, oder? Und vorbei. Sagte der Zerstörer, der mich gerade gerammt hatte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Clap your hands. Ja. Warte, ich habe nichts gemacht. Und wo stehe ich in der Liste in dem Spiel, das wir so schnell verloren haben? Selbstverständlich, also, ganz oben. Ich habe wirklich, ich habe 00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 
Wer muss denn hier heute noch Punkte farmen? Tier 2, Tier 3, Tier 4 bei mir. 5, 6, 3 7. 3 klingt gut. 3, das ist bei mir die Kohlberg. Bei dir die Bugatier. Genau. Na dann wollen wir die mal Gassi führen gehen. Ja, das ist natürlich immer das Schwierige bei dem Spiel, wenn man so jetzt, wie ich gerade eben, so dicht an der Front ist und von 4 Schiffen angegriffen wird. Ich konzentriere mich dann so sehr auf das Spiel, ich vergesse dann natürlich mit euch dabei ein bisschen zu reden, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir das ein bisschen nachsehen. Ach so, nee. Übrigens, mich hat eine private Nachricht erreicht. Nein. Ja, und die Nachricht geht an dich. Es wurde sich nämlich gewünscht von Harry X, schöne Grüße an dieser Stelle, dass du mehr von diesen Hintergrundinformationen liefern sollst. Ah. Ja, als du nämlich erzählt hast, dass hier das eine Schiff hier, das polnische, yeah, in England, yeah, gebaut, von Finnen betrieben. ja, genau das, ja, okay. Mit U-Boot-Museum. Das hat ihn sehr interessiert und er würde sich wünschen, da quasi mehr zu hören. So ganz generell die Hintergrundinfos von den Schiffen, das würde ihn schon so... Na, dann bereiten wir das doch mal für die nächste Folge vor. Ja, ne, finde ich auch. Jetzt ist es mir gerade so spontan, es sei denn, ich hätte jetzt gerade ein Schiff, über das ich reden kann. Über die, naja, ich wollte es ja nur mal so in den Raum werfen, so als aktive Diskussion. Ja, das klingt ja schon mal gut. So, der Mann hinter den beiden Inseln. Hm. Wo wollen wir hin? Also ich fahre immer gerne da so DE67 und schieße hier in den Kanal rein, um dann nach C weiterzufahren. Das heißt, ich halte jetzt einfach mal straight auf den Kanal. Kannst natürlich auch gerne sagen, nee, lass uns um A rumfahren und die von hinten auseinandernehmen. Ich will, ich warte immer bei der Runde, warte, oder bei der Karte warte ich immer eher gerne ab. Ja. Weil manchmal stellt sich das als großer Fehler heraus, in irgendeine Richtung zu fahren, ja, und dann, ja, auf einmal, ne? Naja. Das große so wie gerade eben. Die Gruppe hat sich gesplittet. Alle rechts rum, alle links rum. Ich hätte auch nicht gedacht, dass in der Mitte gar keiner. Und das eine Schlachtschiff ist ja in der Mitte, aber der ist so weit links rumgefahren, ja. Ja. Naja. Naja. Wir versuchen es besser zu machen. Autopilot deaktiviert. Genau. Hat er gesagt. So, ist denn schon Fog of War hier? Nee. Wo? Nebel des Krieges. Nebel des Zerstörers. Ne, seht noch nicht. Mach mal hier eine mit Viertelfahrt kleine Wende. Ja, genau so mache ich das auch immer. Ich drehe dann irgendwann rein. Schalte sogar mal an. Dann gehe ich auf Dreiviertel oder sogar ein Halb, je nachdem. Was macht denn das Flugzeug da? Spotten. Streitkräfte entdeckt. Nee, alles zu weit weg. Sind safe vor Torpedos? Ja. Entdeckt. Aha, da kommt die Phoenix Ziel durch. Und Feuer. Quatsch. Oh. Erste Ladung. Na, da hab ich so einen. Getroffen. Haben denn die Torpedos von dem Zerstörer gehittet? Nee. Komischerweise nicht. Sag mal. Schießt mich hier die ganze Zeit der Chefkoch von hinten oder warum kriege ich Schaden? So, Rückwärtsgang. Mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum ich diesen Schadensmeldungsrand habe. Mhm. Weil ich nur die Phoenix gesehen habe, die auf mich hätte schießen können. Ja. Ah,
Ja, da kommt aber tatsächlich noch eine South Carolina um die Ecke. Dead wollen wir nicht. Die Phoenix treffe ich von hier auch nicht mehr. Das heißt, ich werde Kehre fahren. Die Wyoming hier aufs Korn nehmen. AP-Munition ist geladen. Und los geht's. Gucken wir mal. Gehen wir da durch? Ja. Also heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass immer wenn ich in diese Zielfeueransicht gehe, dass ich so ein bisschen Leck habe, weißt du? So. Okay. Hast du irgendwas angestellt? Angestellt? Ich? Na, also jetzt nicht. Nicht mehr als mal. Kritisch beschädigt! Was? Aktion oder was? Problem gelöst! So schnell kann man ein Schlachtschiff auch zerstören, ne? Ja. Deswegen, man muss vor den meisten Schiffen gar keine Angst haben, ne? Jetzt, wir sind halt jetzt hier zu dritt, straight drauf zugefahren, alles kein Problem, ne? Ja, zu dritt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Zu 7 sind wir gerade auf ihn raufgefahren. Wie viele waren so dicht wie ich und die Bogart hier? Achso, egal. Wir haben alle geschossen, alle getroffen. So, nützt uns bloß nicht, wenn wir da alle rumfahren. Fahren sie nämlich in die andere Seite. Deswegen biege ich jetzt hier wieder ab. Ja, ich würde hier auch eine Wende machen. Ja, ist ziemlich dicht bei dir da alles. Was mich wundert, ich wüsste gern mal, wo diese Zerstörer sind. Ich sehe keine Zerstörer. Auf der anderen Seite nicht. Habe ich mir glatt noch einen Schuss gefangen? Mein Gott. Na, 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 na. So, ich hoffe, ich kann, bevor die Svitlana wieder verschwindet, doch noch einen Schuss absetzen, aber ich glaube nicht. Nee, fährt genau hinter der Insel, aber ich fahre da auch nicht lang. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Zerstörer sind. Ich habe sie noch nicht einmal gesehen auf der Karte. Nee, ich auch nicht. Aber ich sehe da hinten die Torpedobomber lang eiern. Ich bin auf Verfolgungskurs. So, jetzt bin ich entdeckt durch das Spotting-Flugzeug hier, das ist klar. Ich denke mal, dass wenn zwei Battleships, zwei Kreuzer und ein Zerstörer über C runterfahren, reicht das. Da können wir hier ruhig Verfolgung aufnehmen. Ein Zerstörer sehe ich bei A. Ah, jetzt ja. Zwei Zerstörer bei A. Ja, sehe ich jetzt auch. Fehlt nur noch der dritte. Die Frage ist, durch die Mitte oder trauen wir uns... Na, nee, wir müssten eigentlich zu unserem Battleship da vorne, ne? Aber guck mal, die ist gleich weg. Hm. Ziel! Ziel? Wo? Da, das wird Lana. Na komm. Komm, meiner, meiner. Oh nein! Wie ärgerlich. Naja, man kann ja nicht alle haben, ne? Richtig. So, jetzt müssen wir hier dicht machen, um unseren Flugzeugträger zu schützen, ne? Und ich krieg schon von dem Battleship Geschosse ab hier. Das ist ziemlich Yogi hier. Willst du das alleine machen, oder? Warum soll ich alleine unseren Flugzeugträger verteidigen? Tja, das ist eine gute Frage. Die kann sich mal gefälligst bewegen. Ich kann nur hoffen, dass die,
dass die Jungs da in der Mitte jetzt vielleicht nochmal abdrehen. Also generell von der Situation her würde ich fast sagen, sieht es für die anderen besser aus gerade. Ja. Finde ich zwar nicht gut, aber... Weil hier lungern noch, genau, da lungern nämlich noch die Jungs rum. Da ist der andere Zerstörer, direkt neben ihm. Na komm, dich kriegen wir. Dich brauchen wir hier in der Pfeife mit Einzelschuss. Den einen. Sehr schön. War dein Kill, oder? War mein Kill, aber sie haben den Flugzeugträger zerstört, ne? Jo. War ja klar. So, kümmerst du dich um den Zerstörer? Ja. Versuch die Niyogi wieder auseinanderzunehmen. Das werde ich so nicht schaffen, da sich die Miyoko auf mich konzentriert. Der Miyogi. Miyoko ist mein Kurze. Problem gelöst! Wackattacke. Hauptturm kritisch beschädigt! Die brennt wie Zunder, ey. So, ich muss hier mal weg. Shit, was hat mich denn getroffen? Torpedos. Von wo denn? Keine Ahnung. What? Hab mich auch gerade gewundert, warum man gesagt hat, Torpedos voraus. Mein Gott. Na, kriegst du sie? Ja. Ach, du hast ja noch volles Leben. Ja! Da lässt er mich hier wieder in die Bresche springen, wisst ihr? Schießt bestimmt mit HE, ne? Ja. Ja, natürlich. War ja klar. Nee, beim Schlachtschiff, da komme ich nicht durch. Bringt gar nichts. Ich lasse die brennen wie Zunder und dann. Wie du ja siehst, kann er ja nicht treffen. Hm. Ja. Torpedos geht vorbei, das ist gut. Dann ist er weg da.
Unser Sieg ist in Sicht. Sehr schön, Brandstifter, mein Freund. So, dann kannst du dir jetzt noch den holen. 6 Kilometer voraus. Ich gehe mal gerade gucken, was unser Battleship macht. Ja, wir sind ja bloß so zu zweit, ja. Ja. Zeigen wir mal die South Carolina Fire Felix. Ja, mal gucken, ob er mit HE auf die Bogart hier schießt. Ja, er trifft nicht. Warum schießt ihr denn Einzelfeuer? Mach doch bitte einen Salvenschuss daraus. Das kann nicht. Nicht wahr, ich schau mir die South Carolina an. So. Die South Carolina schießt immer nur einzeln auf die Bogartier. Ah. Oh mein Gott. Das war komplett daneben geschossen. Okay. Ja, bloß ich hab Probleme. Kann ich jetzt, der andere Zerstörer ist auch weg. Ich glaube, der andere Zerstörer ist ein AFK-Zerstörer. Du müsstest dich nur um den da oben kümmern. Ja, der ist außer Reichweite jetzt. Die South Carolina brennt sich zu Tode und kann nicht schießen. Ich seh's. Na komm, treff ihn. Ein Treffer, ein richtig guter Treffer, komm. Sie müssen eigentlich nur cappen, ne? Naja, das Problem ist aber, dass die Ten Ru und die Bogart hier zerschießen sie halt gerade. Hm. Ja, sie brennt wie Zunder, ne? Ja, er kann's nicht. Er kann's nicht. Oh, komm schon. Wenn er wenigstens die Bogart hier noch versenken würde. Es sind nur noch 11 Punkte, komm. 7 Punkte. Geh nicht drauf. Geh nicht drauf. Noch 3 Punkte. Oh, er hat ihn getroffen. Oh mein Gott. Ist egal, wir haben gewonnen. Ja, weil er getroffen hat. Er hat ihn versenkt, wir haben die Punkte gekriegt. Wunderbar. No. Das hätte jetzt nämlich echt noch in die Hose gehen können. Hätte jetzt nämlich die Bogart hier nochmal zuerst schießen können, hätte sie ganz knallhart die South Carolina versenkt. Ja, schön. Und also, wir hätten die Punkte nicht gehabt. Hinten der Zerstörer hätte sich wieder den, was ist das oben gewesen, C? Ja. Hätte sich C geholt und dann wäre es vorbei. Da war er ja schon dabei. War ja. Aber dass die beiden nicht zusammengearbeitet haben, um effizient mich zu zerstören, das wäre ein Klacks gewesen. Ja. Ja, mein Gott, 1700 Punkte, ohne dass ich einen Kill gemacht habe. Ja, ich habe 109 Treffer, 2 Ausfälle, 2 zerstört und 8 Mal in Brand gestippt. Ja. Na wunderbar, dann soll es das für dieses Mal gewesen sein. Das war doch super. Ja. Und alles andere gibt's beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Schiffe versenken. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Ciao.